Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Future Soldier. Ich bin Scream und wir sind hier vor dieser Raffinerie, haben gerade dieses Dorf durchquert. Und zwar mit ziemlich viel Gebrüll. Eigentlich wollte ich es lautlos machen, aber irgendwie wollten meine Kollegen nicht lautlos sein. Die haben ja sofort angerufen. Wir nähern uns dem Camp. Gibt's Neuigkeiten? Jawohl, Abte. Der Satellitenscan ist unterwegs. Okay, Drohne nicht mehr verfügbar. Dann warten wir mal bei unseren Mitgliedern und jetzt eben. Wir haben uns einen NSA-Satelliten geborgt. Sie positionieren ihn um. Moment. Na bitte, ich erkläre es Ihnen. Es wird dauern, bis Sie alle Details sehen. Aber das sind Aktivitäten, von denen Sie wissen sollten. Wir wissen, dass viele Watchgate-Operationen von hier ausgehen. Es ist ein ausgedehnter Komplex mit vielen Gebäuden. Unsere Jungs haben Bewegungs- und Handyprofile erstellt. Die Daten lassen vermuten, dass Agent Sykes in diesem Bereich festgehalten wird. Sykes hat einen Sonderauftrag. Wenn sich jemand auf Fangen und Verhören versteht, dann er. Wir wissen nicht, wie es ihm geht, also seien Sie bereit, ihn rauszutragen, wenn es erforderlich ist. Teile des Camps sind verdeckt, vielleicht eine Art Hangar. Wir können den Container nicht exakt orten. Wir sollten ihn von hier aus mit Drohne oder Magnetsicht aufspüren können. Wir finden ihn. Alles klar. Die Söldner scheinen nicht mit Ärger zu rechnen. Ich sag dir was, Mann. Ein paar eiskalte Bastarde spielen da rum, während ihre Freunde Zivilisten abschlachten. Die kriegen ihr Fett schon weg. Unterschätzen Sie sie nicht. Die Kerle sind gut ausgerüstet und haben einen nervösen Finger. Achtung, wir erfassen Radarsignale ein paar Meilen von ihrer Position entfernt. Sieht nach Kampfhubschraubern aus. Die Dinger zeigen Ihnen zu Genüge, welche Verbindungen Watchgate hat. Die Burschen sind ernstzunehmende Gegner. Die Helis bewegen sich langsam, fliegen aber in ihre Richtung. Halten Sie besser die Augen offen. Was haben wir in der Luft? Unsere Flugzeugträger liegen vor der Küste und leihen uns ein paar Maschinen. Direkte Bodenunterstützung haben wir nicht. Wir haben zwei Jäger am Start, südlich von Ihnen auf 6000 Metern. Die warten auf Ihren Befehl. Sie sind der Notfallknopf, falls mehr Söldner auftauchen. Aber nur, wenn es wirklich ernst wird. Verstanden. Mehr haben wir derzeit nicht. Viel Glück, Leute. Verstanden. Hunter, Ende. Okay, dann gucken wir mal. Markiert die Ziele. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, mal gucken, was uns in der Raffinerie erwartet. Zweites Ziel. Zack, zack. Da ist noch einer. Zack. Legt jetzt ein dabei. Hey, ich will aber auch einen abschießen. Nö, das. Oh, Mist. Ich wollte auch einen abschießen. Boah. Drohnensicht verlassen. Drohne zurückrufen. Zack. Okay. Wir schleichen hier mal lieber lang, weil ich weiß jetzt nicht, ob hier noch Leute sind. Sieht bisher nicht so aus, aber man weiß ja nie, wo sich die Burschen alle verstecken. Dann geht es ganz schnell, dann ist man tot. Weil das hier eben so ein bisschen realer ist als, sagen wir, Call of Duty. Wo du, sagen wir, 100, naja, mal übertrieben 100 Schüsse einsteckst. Und dann pumpst du ein bisschen. Wir haben Kontakt vor. Dann geht's weiter. Obwohl das hier jetzt auch nicht so realistisch ist, dass wenn du getroffen wirst, die Verletzungen bleiben, sondern die gehen auch weg. Aber naja, die Level sind ja auch ganz schön umfangreich. Da wäre es dann schon blöd. Du hast im ersten Gefecht Mist gebaut. Sagen wir es mal so. Und dann ist schon 80% deiner Gesundheit weg. Wie willst du dann mit 20% deiner Gesundheit noch durch den Rest des Levels kommen? Natürlich hätte man jetzt auch Medikits und sowas einbauen können. Aber ich denke mal, dass eben die Richtung dahin geht, dass sich die Helden in Shootern selbst heilen können. Also, ja, wie in allen Shootern. Sieht man ja, Battlefield, Call of Duty, hier, Ghost Recon, was gibt's noch so? Ja, mehr fällt mir jetzt nicht ein. Ein Mann mit leichtem NG. Ja, ja. Erstmal schnappe ich mir den hier, würde ich sagen. Ich muss ja gar nicht die Drohne zurückrufen. Ich kann jetzt unten so jetzt VR auswählen. War
warten, bis er um die Ecke kommt. Ja, na los. Kopf anvisieren. Feinde, auf 3 Uhr. Zack. So, da haben wir jetzt schon mal einen von 5. Dann würde ich sagen, schleichen wir uns hier mal rum und erledigen die beiden da. Oder einen von denen. Geh in Position. Zack, zack, zack. Einfach hier vorbei. Das merkt schon keiner. So. Schön großen Bogen um die beiden. So, gehen wir hier hinter die Mauer. Das ist eigentlich ein ganz guter Platz. Der, der. Zweites Ziel. Der. Markiere den dritten. Den nehme ich. Sag los. Bereit. Bereit. Feuer. Zack. Das merkt natürlich keiner. Ich spiele ja nur Fußball. So. Geh in Position. Dann nehmen wir uns den da oben vor. Zack, hat auch keiner gesehen. Dann pushen wir mal darunter. Ne, da geht's nicht lang. Dann gehen wir hier lang. Und gucken mal, was mit den beiden da los ist. Da gehen wir noch ein Stück rum. Ist leichter, den anzuvisieren. So, das dürfte jetzt eigentlich reichen. Geh in Position. Den. Zweites Ziel. Na komm. Wir sehen an. Bin dabei. Feuer. Zack. Und jetzt brauchen wir noch einen. Dann können wir hier einfach den Typen nehmen. Ziel erledigt. Und Ziel erledigt. Ah, verdammt. Na egal. Ziel erledigt. Wir haben einen gefunden. Jetzt sind sie wütend. Ah, verdammt. Unterwegs, weg mit! Das ist auch mein. Was, er hat auf meine Drohne geschossen? Was soll das denn? So, da haben wir es ja fast geschafft, alle auszuschalten, ohne dass jemand was merkt. Tarnung aktiviert. Aber eben nur fast. Dafür haben wir das Ziel abgeschlossen. Das ist schon mal gut. Infiltrieren Sie den Posten. Sichern Sie die Daten und fliehen Sie unbemerkt. Ja. Und das kommt dann wahrscheinlich noch später im Level. Jetzt gucken wir erstmal, wie es unserem CIA-Agenten geht. Schön mit der Magnet sich durch Metall gucken. Okay, Container. Ich denke. Okay. Runter! Ganz ruhig. Zur Kutze, ihr bringt sich heraus. Wir haben Besuch. Oh oh. Und da kommt auch schon der Hubschrauber. Diamantformation, los geht's. So. Auf der Brücke! Unter uns bleibt runter! Oh, oh, oh. Gebt ihm Deckung! Stopp hinter dir! Hör ihm an, du! Links nach links, auf den Boden! Hier runter, runter, uns bleibt! Jetzt ganz schön ab. Oh, Digga. Kommt ihr alle? Zurück! Ja, okay. Los, auf die Beine hoch! Das zurück, ist hier. Zurück ins Camp. Ja, super. Na super. Ja, das ist irgendwie jetzt so ein bisschen blöd gemacht, weil du kannst jetzt nicht sagen, wo du hingehst, sondern das ist alles geskriptet. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Also ich fände es besser, wenn die jetzt so in der Diamantformation bleiben würden und du gehst einfach vor, die schützen dich. Das wäre viel besser als so eine geskriptete Sequenz, aber man kann ja nicht alles haben. Man muss den Spieler ja auch ein bisschen führen und kann ihm nicht nur Freiheiten lassen. Sie lassen uns ja wenigstens die Freiheit, ob wir hier rabiat vorgehen oder ganz ruhig. Außer manchmal, wo wir dann keinen Alarm auslösen dürfen. Da muss man dann schon leise vorgehen. Aber sonst ist es ganz gut gemacht mit den mit der Entscheidung. Auf der Brücke! Und bleib runter! Okay.
Deckung! Da! Hinter dir! Hilde, machst du! Links nach links! Oh, ja, das gibt es doch echt nicht. Komm. Als ich alleine gespielt habe oder für mich gespielt habe, habe ich das beim ersten Mal geschafft und jetzt zweimal hintereinander gefailt. Das ist natürlich klar. Ist der Vorführeffekt. Ja, aber wenn du was vorführst, geht's daneben. So wie in der Schule. Du machst eine PowerPoint-Präsentation. Zu Hause läuft. Alles super. Gehst in die Schule. Scheiße. Geht nichts. Aber so ist das eben. Ich denke, okay. So, jetzt nochmal die gleiche Sequenz zum dritten Mal. Ganz ruhig. Schon gut, wir bringen sie hier raus. Wir haben Besuch. Wir haben sie. Los, Schützen VIP, Diamantformation. Los, ja, geht's. Gut, Diamantformation. Und. Auf der Brücke! Unter uns bleibt runter! Gebt ihm Deckung! Hinter dir! Hilde, ihm weg! Ich hab noch keinen Schuss abgekriegt. Hier runter, runter! Ich zeig. Okay, zurück! Los, auf den Ball hoch! Zurück ins Camp! Oh, oh, oh. Lass mich weiter vorwärts! Overlord, Hunter, wir brauchen diese Jäger! Ja, geh doch mal schneller! Och, Typ! Jetzt. Wie langsam geht man denn da lang, wenn ein Hubschrauber dich beschießt? Wirklich. Ich schleiche da jetzt einfach mal lang. Ein Hubschrauber beschießt mich ja nur. Das ist ja. Ist ja nichts. Kann ich einfach so lang schleichen. Passiert mir bestimmt nichts. Leute, Leute, Leute. Also wie gesagt, hätte man das selber entscheiden können, wäre es viel besser. Oder hätte man eine andere Waffe und keine Pistole. Weil, okay. Naja. Runter! Ich weiß ja nicht. Ganz ruhig. Schon gut, wir bringen sie hier raus. Die Waffe so schwer ist, dass man nur eine Pistole in, Hand, in eine Hand nehmen kann. Oder, ja, weiß ich nicht. Oder ob es dann zu schwer ist, damit zu zielen. Obwohl die hier richtig stark trainiert sein müssten. Könnten die eigentlich auch so eine Waffe, eine MP oder was weiß ich, in einer Hand haben. Theoretisch natürlich. Ich weiß nicht, wie es ist. Hier runter, runter, unten bleiben! Der Pistole ist ein bisschen scheiße. Oh Mann. Geht doch alle weg. Das gibt nur Unruhe. Okay, zurück, zurück, zurück! Los, auf die Beine hoch! Zurück, ins Camp! Lass dich weiter vorwärts! Overlord, Hunter, wir brauchen diese Jäger! Verstanden. Fox 1-5 ist in der Luft. Können Sie ihn ins Ziel leiten? Sicher, danke dir. Oh, Bewegung, los, bleiben! Okay, er gehört Ihnen. Rosek, du bist dran. Ja, ich bin dran. Jetzt geht's los. Komm schon, komm schon. Wow. Das war jetzt echt cool, muss ich schon sagen. Nun, das hat geklappt. Alle in Ordnung? Bin okay. Bestens. Einsatzbereit. So, sind Sie verletzt? Mir geht es gut. Was ist der Plan? Sie nach Hause zu bringen. Aber zuerst brauchen wir Deckung. Gehen wir zum Hangar. Okay. Alles wurde zerstört. Na, fast alles. Wir gehen zum Hangar. Sauber. Und absolut. Das ist eigentlich Overlord, eine sehr Hunter, gute Paket Stelle. Gesichert. Verstanden, Hunter. Der Hangar scheint eine Art Unterbau zu haben. Sammeln Sie sich dort zur Abholung. Ja, eine sehr gute Stelle, um hier okay, ein... Overlord. Oh, was ist das jetzt? Nein, was ist das? Ja. Eine sehr gute Stelle, um kurz eine Pause zu machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.